Willkommen bei Kochen für Zahnlose. Ja, mittlerweile ist ja mein Gebiss wieder halbwegs fester geworden. Ich kann auch schon leichte Sachen zubeißen wieder, wenn und nicht. Das ist eine langwierige Sache. Heute ist der 7. Mai, glaube ich. Ja, heute ist der 7. Mai. Mittlerweile etwas über einen Monat her, dass mir das passiert ist, und die OP war am 7. April oder am 8. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Ja, genau einen Monat her die OP. Und jedenfalls heute kochen wir uns ein bisschen schon was Festeres. Ich mache mir Kartoffelmus. Dazu gibt es Blumenkohl. Beziehungsweise, sie schreiben hier Blumenkohl. Aus Spanien. Mit denen. Der richtige Blumenkohl war zu klein und mickrig. Deswegen habe ich das Zeug gekauft. Ja, dann werde ich mir die Böhnchen noch warm machen. Und ein paar Möhren habe ich auch noch. Die müssen wir auch mit alle machen, weil die werden ganz zu weich. Fangen wir mal an. Ganz wichtig zum Kochen. Man muss das Essen ja auch gut abschmecken. Prost. Ja, also für mich alleine reichen 5 Kartoffeln mache ich mir jetzt in der Größe. Das reicht für mich für 2 Tage, sage ich mal. Heute und morgen Mittag. Die Kartoffeln müssen wir dann vorher schälen. Den Blumenkohl auch noch etwas den Strunk abschneiden und die Blätter. Und Möhren genauso, die schaben wir bloß leicht ab. Die Kartoffeln sollten vorm Kochen natürlich geschält und geschnitten werden. Mit den Bohnen schneidet man vorne und hinten die Spitzen ab. Und die Bohnen kannst du je nach Bedarf auch klein schneiden in kleinere Stücke. Ich habe sie etwas kleiner geschnitten. Und auch die Möhren sollten geschält werden. Wobei ich hier die schnellere Variante bevorzuge, indem ich nur mit dem Messer die Schicht da abschabe. Blumenkohl, wie gesagt, schneidet man die Blätter ein bisschen ab, kocht ihn im Ganzen. Und ich bevorzuge die Variante, den dann mit 1 oder 2 Eiern anzurühren. Und beim Rühren zerfällt er ja dann sowieso, oder man geht mal zweimal mit dem Messer durch. Alles kein Problem. Brauchst nie zu vergessen, es gibt noch was zum Abschmecken. Zu den Bohnen ist noch zu sagen, die sollten mindestens so 10 bis 15 Minuten kochen. Sie enthalten irgendein Eiweiß, was vom Körper schlecht aufgenommen oder gar giftig gehalten wird. In kleine Streifen schneiden, etwas Salz rein. Also, ich kann kaum passieren, dass man die zu sehr salzt. Jedenfalls so in etwa ein Löffel Salz geht, ist bequem machbar. So, in die Bohnen kommt bei mir Speck mit rein. Natürlich nicht das ganze Stück, sondern ein kleines Stück. Das schneide ich jetzt in kleine Würfel. Dazu kommt noch eine halbe oder eine Viertel Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Speck, Knoblauch und Zwiebel wird in kleine Stückchen geschnitten und so nach ca. 10-15 Minuten sind die Kartoffeln soweit durch. Schön weich gebraten. Ich mache Schlagsahne rein. Natürlich das Wasser vorher abgießen. Und dann wird gestampft.
mache eigentlich überall ein wenig Butter rein. Wenigstens in kleine Stückchen wie hier. Kartoffelmus wird bei mir immer noch gestampft. Auch wenn ich so einen Pürierer habe. Aber Kartoffelmus muss handgestampft sein. Nur handgestampfter Kartoffelmus schmeckt richtig. Durch Eigen, Schweiß und Blut zubereitet hat. So, bei Bedarf könnt ihr jetzt nochmal nachsalzen. Aber ich habe die richtige Menge erwischt. Auch die Möhren werden mit Butter noch angerührt, bevor ihr sie je serviert. So, Speck und Zwiebeln. Wir machen erstmal den Speck. Lassen den leicht anbraten. Blumenkohl kann man klein drehen. Wenn alle Speckstücken so leicht gläsern erscheinen, können die Zwiebeln und der Knoblauch dazu. Auch hier, gerade für Zwiebeln macht sich das gut, etwas Butter dazu. So, der Speck sollte dann schön knusprig werden und die Zwiebeln so leicht goldig. So wie jetzt sieht es am besten aus. Das alles in die Bohnen mit rein. Eigentlich bald zu viel in die Bohnen, aber na gut. Blumenkohl muss natürlich abgegossen werden. So, jetzt kommt ein Ei rein. Ich hätte auch die Butter reinmachen können, weil auch hier nehme ich gerne Butter mit dazu.
ich habe natürlich noch sehr weich gekocht, weil ich ja, wie gesagt, nicht hier besonders gut zubeißen kann. Wenn ihr denkt, das dauert zu lange, sowas zu kochen, ich habe jetzt, seit ich angefangen habe, genau 40 Minuten rum. Aber ich sag mal, ein Teil der Zeit geht ja zu Lasten des Videos, da ich einige Szenen zweimal gedreht habe oder nochmal etwa eine Erklärung geändert habe. Und dann muss ich ja beim Kochen nicht die ganze Zeit daneben stehen, das tröpfelt ja in Ruhe vor sich hin. Und ich habe durch drei Flammen, aber jetzt fünf Flammen hätte ich gebraucht. Ja, guten Appetit. Ja, so sieht es nur aus. Schmecken tut's gut. Und es ist noch genügend übrig, dass ich mir das morgen nochmal warm machen kann.